Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Lords of the Fallen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind jetzt auf dem Weg ins neue Gebiet. Beim letzten Mal hatten wir ja den ersten richtigen Bossfight. Genau. Ja, den würde ich nicht zählen am Anfang. Das war ja eher noch Tutorial-mäßig. Und jetzt legen wir los. Auf jeden Fall danke an der Stelle für eure Unterstützung bei den ersten zwei Videos. Wenn es euch weiterhin gefällt, liken, kommentieren. Careful, if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam, but if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. I know it doesn't look like much, but it's been a dependable companion to me. It's a harsh wind, but a tree that doesn't bend breaks. Alles klar, danke dir. Ja, guck mal hier, so hier die Sichtweite ist ja, ist okay. Da unten ist einer. Let's go. So, mal schauen, hier gibt es 100% Leute, die mich runterschossen wollen. Ich kenne das doch. Ah, schön schnell das Schwert. Schön schnell. Hinter der Kiste. Man sieht schon. Ah, da! Ne, hinter der. Seht ihr das? Hinter dem Regal. Jetzt hast du dich zu früh bewegt. Ah, der wollte mich 100% runterstoßen. Er ist natürlich geil, der aufgeladene Schlag nach vorne. Schöner Stich nach vorne, Junge. Karte des Pilgersitz Aufstieg. Ach, da war doch noch einer oben. Doch nicht gehört. Okay, kleiner Mannestein. Das wäre jetzt schon wieder ein Level. Egal, wir gehen nach vorne. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Ich habe alle getriggert. Was? Du kannst dich mal einen anloggen und du triggerst alle? Holy shit, Junge! Warum schlägt er nicht? Warum macht er nicht den Dropschlag? Geht doch. Ja, der Typ, der hier raufballert auf mich, das nervt ein bisschen. What? Was passiert hier gerade? Mann, du Drecksau, wo ist er denn? Da hinten, der Typ. Gar keine Gefangenen nehmen wir hier, weg mit euch. Keine Gnade, ey. Hier gibt's keine Gnade. Okay, da oben ist einer.
Wow! Ach, du kleine dreckige Sau, du. Okay. Da geht's hoch. Blessed representatives of the Holy Church Cleric. My soul soars to see. Hold your tongue, pilgrim. And on your feet, you are on sacred ground. And we are yet to see whether you are deserving of that honor. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is boundless. Pray it is, for our Immaculate Lady's light will lay bare the truth, and in radiance there is judgment. Umbralreste. Ah, cool. Ja. Schauen. Vitalität, Agilität, Beständigkeit. Na, Beständigkeit auf 10 erstmal. Wieder in die normale Welt. Okay, dann geht's hoch. Ganz schön viele Glocken hier unterwegs. Ey, weißt du was, ey? Ich muss mal diesen komischen Kopf da wegmachen, ja. Das ist irgendwie, obwohl. Es ist so deutlich. Ah, nee, komm. Scheiße, nee, ich muss es doch behalten, ne? Es ist so komisch mit diesem scheiß Kopf da oben drunter. Ah, jetzt ist halt die Frage, geht's hier nochmal weiter? Hier geht's wahrscheinlich nochmal weiter, wenn du da einen Speicherstand freischalten kannst. Scheiße, ich hab gerasselt. Ich dachte, ich hätte nicht gerasselt. Cool, der Geist ist im Boden. Wow. Wow, wow, wow. Komm doch! Ey, ich liebe diesen Move. Leonidas-Style. Okay, dachte es mir schon fast. Die Frage ist halt nur. Wo ist der Anfang dafür? Wo ist der Anfang dafür, dass wir da hochkommen? Hier einfach rauf? Ich sag mal, ey, das ist doch nicht mehr normal. Exo, ey, ah, jetzt sterbe ich auch noch an der Stelle. Ah, jawohl, ich habe ja noch eine zweite Chance. Ey, der kann da einfach hochspringen? Sag mal, ey, was ist denn hier los, ey? Die scheiß Zauberer. Die packen ja unnormal ab, ey. Oh! Boah!
Nimm doch das Anvisieren weg. Das ist natürlich auch kritisch, dass du, dass du, warte, ich kann gar nicht reden, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, ja. Dass du ja in dieser Scheißwelt ja nicht nur die normalen Gegner hast, sondern auch noch diese Geistergegner, weißt du? Das ist schon ekelhaft hier in der Welt. Ach, guck mal hier. Jo, genau. Wow, was visiert er denn da unten einfach an, ey? Ist jetzt erstmal unten. Man kann gar nicht. Boah, Junge, wie krass sieht das denn aus? Also. Ey, Mann. Ach, Mann, das schmerzt mich einfach. Ey, ohne Witz, ich will mich ja gar nicht aufregen oder sowas über die Technik, aber es muss angesprochen werden. Wie gesagt, ich habe das schon bei Star Wars Jedi Survivor erzählt oder anderen Spielen. Selbst wenn dir das Spiel Spaß macht. Und selbst wenn du nicht betroffen bist davon, andere Sinnes, du hättest es auch sein können, weißt du? Also selbst wenn es bei euch ja zum Beispiel auf der PS5 gar nicht hoch wird oder sowas, weil ihr vielleicht später erst spielt, wenn der DLC da ist, der nächste Patch oder so, kann ja sein, kann ja alles sein, ne? Aber es ist ja offensichtlich so, dass es technisch leider seine Probleme hat. Und ich hätte das gerne halt anders. Ich hätte es nicht so gerne, weil eigentlich finde ich, dass sie sein. Das Design von den Gegnern und die Welten, das finde ich, das auch nicht ganz geil, ey. Okay, was macht er? Guck mal, wenn man da jetzt hochguckt, das sieht doch geil aus. Obwohl ich aber sagen muss, wahrscheinlich, also vielleicht kennt ihr ja noch die Spiele Soul Reaver und so. Soul Reaver damals, PS2-Zeit und so, hast du nicht gesehen? Ich glaube, aber ich sage euch ganz ehrlich, wisst ihr, woran mich diese Viecher, die man da sieht, auch erinnern? Auch wieder an Bloodborne. Auch wieder an Bloodborne, wenn du halt diese ganzen Augen hast. Ab einem gewissen Punkt siehst du ja diese Monster, ne? Siehst du ja diese Monster, die plötzlich ganz normal in der Welt sind. Könnte vielleicht auch trotzdem eine Inspirationsquelle gewesen sein. Mal davon abgesehen, dass Bloodborne einfach Bloodborne ist. Einfach über King Game. Stirb doch einfach. So, ich gehe jetzt den Weg ganz normal wieder zurück. Ja. Ich habe irgendwie Schiss, dass der scheiß Bauerntöpel von ey Junge, der schießt ja bis hier hin. Das genau das meinte ich, dass der mich da abballert. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft jetzt? Oder war er das? Natürlich geht das nicht von der Seite. Ah, guck mal, seht ihr, ich habe schon 1,2 Boni jetzt. Okay.
Junge, das ist gerade richtig ätzend, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Hinter mir noch ein Gegner. Das ist ja mega ekelhaft. Das ist ja mega ekelhaft. Was passiert hier gerade, ey? Jo, Gott. Ey, das läuft einfach nicht flüssig, Alter. Die ganze Zeit. Gottes Willen. Was ist mit ihm denn jetzt hier? Ist der dumm oder was? Junge. Oh, scheiße. Jetzt geht's los. Jetzt seht ihr. Oh, das meine ich. Nein, spring doch! Spring doch, Junge! Ich habe X gedrückt, ey. Aber da kriegt man dreifachen Bonus, ey. Sagen wir, es ist problematisch. Willst du mich verarschen, dass sie mir so krass folgen, oder was? Zieh mich an. Muss meine Seelen wiederholen, ne? Ist das dumm, Alter? Habt ihr es gesehen? Die KI hat nicht gecheckt, dass ich eben nicht vorne lang gelaufen bin, damit er mich da runtertreten kann. Oder runterschubsen kann. Er hat es trotzdem gemacht. Boah, heiliger Scheiß, ey. Saugst du denen das jetzt mal weg, ey? Oh Gott, oh Gott. Ach, Leute. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ja? Ich sehe dich. Keine Gnade hier. Es gibt keine Gnade. Nicht für euch. What? Wo ist mein Schlag hin, Mann? Ey,
Ey, diese Zauberer, ey, die sind ja jetzt schon. Richtige Hassgegner, ey. Ey, was ich auch gerade gar nicht fühle, muss ich gleich mal in den Menüs schauen. Dass es für den schweren Angriff so richtig Widerstand beim PS5-Controller gibt. Finde ich, das muss ich gleich aufstellen. Finde ich gar nicht gut. Ist jetzt auch nicht so, wow, jetzt fühlt sich das voll immersiv an. Nein. Nein, nein, tut es nicht. Tut es nicht. Na, warte mal. Warte mal, so, wir machen das mal eben kurz. So, Grafik. Was passt eigentlich so? Dann Gameplay, wo kann man das denn? Vibration, kann man das nicht ausstellen? Oh Gott, komm, hör auf. Man kann es nicht ausstellen! Ach Gott, ey Junge, wirklich. Was ist denn hier los jetzt, Mann? Das geht nicht. Kann nur die Vibration ausstellen. Jo, was war das denn für ein Schleier jetzt hier? Was ist das? Achtet mal auf die Texturen. Seht ihr das? Oh mein Gott. Bruder. Bruder, wo bist du, wenn man dich einfach braucht? Renn einfach durchs Level und hau drauf. Okay, die Wolke, das ist, was ist denn hier los, Mann? Kann man hier schon von Betrug reden, jetzt von der Optik her? Jetzt mal ernsthaft. Was meint ihr, sollen wir eine Sammelklage machen? Aber das Spiel ist ja, es macht schon Spaß, so, aber es ist bisher, ich würde sagen, solide, so, ne? Also, Lies of P hat von Anfang an direkt schon mich persönlich zumindest richtig krass überzeugt. Da hat man richtig gemerkt, da steckt einiges hinter dem Game, und das hat sich ja dann bestätigt. Ah, hier. Warte mal, was war das hier vom Punkt nochmal? Das war doch einfach nur in die Welt wieder reinkommen, oder? Ja. Totale Verschwendung, ey. Jetzt komme ich wahrscheinlich hinten raus gleich und mache da irgendwie eine Tür auf oder so. Oder? Wo bin ich denn jetzt? Ja. Nee, brauch trotzdem die scheiß Schlüssel. Ach, leck mich doch. Wo zum Teufel bin ich hier, ey? Okay, hier ist nochmal so ein Punkt, dann kann ich das hier mal aktivieren. Divine dear, witness this offering I make to you. Muss ich sagen, diese Dinger, das hier, das ist auch relativ, naja, oder? Kickt es einen von euch übelst. Also mich jetzt nicht. Ey, wenn jetzt da unten meine Seelen liegen, dann raste ich aus. Was ist hier? Was passiert hier? Ich habe überlebt. Ich lebe.
Mein Leben hat wieder einen Sinn. Das ist ja geil, dass es sogar hier... Ah, das kann man nur einmal nutzen oder was? Ah, nein! Jetzt bin ich hier gefangen an der Ecke. Ich kann ja nicht hier jetzt die Seite wechseln, das geht ja nicht. Ey, konnt ihr nicht das ahnen? Ey, Junge. Ja, weil ich hier einmal rumgespielt habe. War da oben noch ein so ein Punkt? Ach, Leute, kritisch. Ich muss ja mit der Laterne darüber laufen und dann an der richtigen Stelle einfach loslassen. Gab's hier noch so einen Kopf mehr? Naja. Ja, scheiße, Mann. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Das ist ja jetzt richtiger Scheiß, weil ich jetzt den kompletten Weg gleich nochmal laufen muss. Ja. Warte mal. Haben wir irgendwas? Nee, das kostet ja, da muss ich ja Kraft ausgeben. Nee, weißt du was? Hui! Ah. Auch das dauert wirklich viel zu lang. Das sind wirklich so die Kleinigkeiten. Diese, ey Junge, ich bin da seit 5 Minuten, bin ich da schon unten. Ich schimmel schon vor mich hin. Dann kommt erst hier dieser Bildschirm, der dann auch nochmal 50 Sekunden gefühlt dauert. Ich verstehe das nicht. Das sind so Kleinigkeiten, Mann. Lass mich doch einfach direkt wieder in die Action. Das ist doch das Geile, Mann. Gerade wenn du so einen Boss hast, da willst du doch direkt wieder rein in die Action nochmal probieren und so. Jetzt müssen wir halt uns nochmal da durchschlagen, aber... Jetzt wissen wir... Verzieh dich, Junge. Jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Woo! Bruder! Dann. Also, dass du das mit dem... Ey, Junge. Dass du das mit dem Controller nicht ausstellen kannst. Dass du so Widerstand hast im rechten R2-Knopf. Junge, das fuckt mich richtig ab. Das ist ohne Scheiß. Ich mag das gar nicht. Ich habe das auch bei allen Shootern ausgestellt. Ich mag das gar nicht. Ich will das nicht haben. Ich will die Option da haben. Puh. So, jetzt müssen wir. Ja, muss halt sein. Was soll man machen, ja? Was soll man machen, ja? Verpiss dich. Ach, Leute. Das sind die Kleinigkeiten. Aber das ist auch diese Sache mit der Performance. Mit dem Todbildschirm und so. Mit dem Controller die Fähigkeiten aktivieren. Oder die Option aktivieren. Deaktivieren, dass du es wählen kannst, ob du arm willst oder nicht. Das sind alles Sachen, die kannst du auf jeden Fall patchen. So ist es jetzt nicht. Das sind alles Sachen, die kannst du noch patchen, aber. Das sind aber auch Sachen, wo ich mir so denke, das sollte eigentlich einfach andere sein. Das ist hier kein Early Access, Alter. Vor allem, was ich auch nicht verstehe, ist, wenn du anscheinend ja so Probleme hast, und ich habe jetzt echt zwischen den Parts nochmal geguckt, bei anderen ist es auch so, anscheinend auch bei der Presse. Wenn du anscheinend so Probleme hast, wieder mal. Warum wartest du denn nicht einfach? Also nicht nur, dass du heutzutage ja sowieso viel mehr Verständnis von den Leuten hast, dass sie sagen, ey, ja, wir warten lieber auf das Game. Es war ärgerlich vielleicht, ich habe mich voll gefreut und so, aber es muss jetzt verschoben werden. Ist okay, ja, ich warte, ist egal. Hauptsache, es kommt dann besser an, weißt du, bei mir.
Nicht nur das. Zudem kann man ja auch sagen, ja, Release-Druck oder sowas hatten die jetzt. Die mussten jetzt unbedingt vor dem nächsten großen Souls-Like-Game rauskommen. Nein, ihr seid gerade nach einem richtigen Brecher-Souls-Like-Game, Lies of P, rausgekommen. Ihr seid danach rausgekommen. Die Leute sind vielleicht schon übersättigt so. Vielleicht haben die gar keinen Bock. Vielleicht reicht ihnen das schon. Deswegen, der erste Punkt. Dann kommst du eine Woche vor Spider-Man, vor Spinnenmann 2 und Mario. Zwei der größten Games des Jahres. Meist erwartetsten Spiele des Jahres. Meist verkauftesten Spiele am Ende des Jahres. Also es hat ja absolut keinen Sinn, wenn du noch deine Zeit brauchst, dann verschieb doch noch einen Monat. Weißt du, im November kommt nicht so viel raus wie jetzt im Oktober. Vor allem nicht so... Da kommen auch ein paar coole Games raus, so ist es jetzt nicht, aber... Wie gesagt, in einer Woche kommt Spinnenmann 2, das größte PlayStation-Spiel des Jahres. Und Mario, das zweitgrößte Nintendo-Spiel des Jahres. Ich würde es auf jeden Fall sagen, dass es nicht so krass von der Aufmerksamkeit her wie Zelda wird, aber es ist halt Mario. Es ist ein neues, krasses Mario. So. Das wird reinscheppert, so oder so. Warum? Warum? Du hast ja gar keinen Zeitdruck. Das sind immer so Sachen, wo ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Es ist halt immer... Es ist auch schade für die Leute selber, weißt du? Warte doch einfach. Warte doch einfach noch einen Monat. Nimm doch dir einen Monat Zeit noch und dann... Oder zwei vielleicht auch. Hättest du auch Dezember rausbringen können. Was kommt im Dezember? Außer Avatar? Nix, glaube ich, oder? Hättest du auch machen können. Hier müssen wir es auf jeden Fall aktivieren. Das kommen wir da nicht rüber. Ey, das ist wirklich... diese Welt... Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Boah, Junge. Stirb, du Lappe nur. Alles hoch. Alter Schwede, Junge. Jo, Bruder, Junge. Man kann es auch übertreiben, wa? Also man kann es auch wirklich übertreiben mit den Gegnermassen. Jo, habt ihr den gesehen? Was chase mich da? Boah! Was ist das denn? Was ist das denn, die Dementoren, Junge? Die Dementoren! Es ist nicht Azkaban hier! Wow. Wo ist der zweite? Ey, was ist denn? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll gerade. Ich hätte vielleicht einfach dieses... Boah, Leute. Ich muss mich dann schon wieder hinkämpfen. Aber es ist nice, ey. Achso, nach so einem langen Part mal vielleicht irgendwo einen Zwischencheckpoint zu haben. Nach so ekligen Sprungpassagen, ekligen Gegnerpassagen, ekligen Umbrella, wie heißt es nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Phasen hier mit der zweiten Welt. Wäre vielleicht ganz angenehm gewesen, aber man kann es auch einfach lassen. Vor allem, ich muss ja hier, ich kann ja nicht komplett durchrennen, weißt du, das ist halt das Problem. Ein paar Gegner muss ich ja platt machen. Weil ansonsten kicken die mich runter.
Ja, Bruder. Oh, den kann ich vielleicht in Ruhe lassen. Das wäre es jetzt gewesen. Oh, mein Ohr juckt. Also muss ich sagen, es ist, das war ja hart, wa? Also wie viele Gegner da gekommen sind. Den lassen wir jetzt auch einfach mal stehen. Was gibt hier einer? Gar nichts? Ja. Nicht an den jetzt gedacht. An den habe ich jetzt nicht gedacht. Junge! Was machst du denn? Was machst du denn? Zieh mal den Hebel jetzt. Ist ja, sag mal, ist das dein Ernst, dass er mir bis hier hinten folgt? Geh doch mal weg jetzt, ey. Was ist denn euer Problem, ey? Verpiss dich. Da rausschwingen kann, kann man hier durch. Ach Leute, irgendwie ist das Gebiet ziemlich ekelhaft. Irgendwie ist das Gebiet ziemlich ekelhaft. Ziemlich ekelhaft. Junge, was machst du die Rolle? Alter, das wär's jetzt gewesen. Wie die mir noch einen Schlag mitgeben würden. Ja, ja, hier wäre die Abkürzung gewesen. Hier oben, Mann. Hier oben. Hier ist es doch, ey. Ja, ich meine die Ruckelorgie hier. Hier ist es doch, ey. So ein Abfuckgebiet, ey. Boah. Alles voll auf Stärke jetzt. Okay, so, Leute. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz gelevelt. Und kurze Pause gehabt. Jetzt machen wir nochmal weiter. Wir gehen jetzt nochmal zurück, wo wir hergekommen sind. Na, komm. Jetzt haben wir ja den... ja, genau, die Abkürzung haben wir ja jetzt freigeschaltet. Jetzt ist halt die Frage, bei der Stelle, wo ich da angegriffen wurde, da war ja auf jeden Fall... Kann man das machen so? Da drüben ist ja eine Leiter. Scheiße. Ja.
Das zählt jetzt aber nicht als Doppeltod, oder? Doch, es zählt als Doppeltod. Ah! Okay, wenn ich über die Brücken will, selber in die Welt rein. Okay, Freunde, weiter geht es für euch, auch für mich. Allerdings war jetzt eine kleine Pause. Ich hatte noch gelevelt beim letzten Mal, oder ja, für mich beim letzten Mal. Und habe dann erstmal eine Pause gemacht. In der Zwischenzeit kam ein weiterer Patch raus. Und wir werden doch einfach mal ganz kurz checken, ob das jetzt ein bisschen besser läuft. Hier war auf jeden Fall Ruckel des Grauens. Es läuft immer noch nicht flüssig, man merkt es. Aber besser, glaube ich, oder? Ich würde sagen, es läuft ein bisschen besser. Ja, bisschen besser, ja, aber nicht gut. Naja, okay, Freunde. Und eine Sache ist noch passiert. Ich war da hinten, wo diese Sensenmänner sind, diese Dementoren. Dort bin ich noch die Leiter hochgeklettert, ganz hinten, falls ihr euch noch erinnern könnt. Da habe ich ein Item eingesammelt, und zwar ein neues Schwert. Das gucken wir uns an, und zwar das hier. Das Stärke 19. Glockenstab? Wo habe ich das denn gefunden? Keine Ahnung. Pike? Warum ist denn Pike? Was ist das denn? Wo habe ich die Sachen her? Bekennerkolben? Klingt auch nicht verkehrt, oder? Stärke C. Warte mal, vielleicht ist sie ja ganz geil. Ja, schon sehr langsam irgendwie auch, wa? Ich glaube, ich kann auch das Scheißschild mal weglegen. Ich benutze es sowieso nicht. Ja, auf jeden Fall, ich werde da jetzt nicht umhingehen, weil ich ein bisschen eskaliert bin. Ich habe mich sehr aufgeregt, weil ich von diesen Sensenmännern gejagt wurde. Dann hat diese komische Käfer-Alte da oben an der Leiter nochmal irgendwie wirklich 10 Zombies aktiviert und sich selber und dann, Junge, das war einfach nur Chaos. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Ah, wohl. Okay, komm, ach, pack rein einfach. Ach, ich weiß nicht, ey. Was ist denn hier mit dem Kolben, ey? Der ist schnell, der ist schnell. Sag mal, hä? Warte mal. Ach, jetzt habe ich den zerbrochenen Eimer da reingetan. Ach, guck mal hier, ich habe ja sogar noch ein besseres. Wo habe ich das denn? Vielleicht war das auch dabei. Weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr. Dass man. Sag mal, was ich auch mal ausprobieren wollte, war man das. Ich hatte doch gerade 2 Waffen, ne? Warte mal. Wie ist denn jetzt? Alter! Nice! Das ist ja nice! Okay, komm, lass mal jetzt hier rein. Wir gehen jetzt in dem Gebiet weiter, in diesem. Ich weiß nicht, was war das? Kircheneingang? Gibt es eigentlich Schnellreise später? Okay, es läuft auf jeden Fall ein bisschen besser hier. Die Texturen kommen so trotzdem noch sehr, sehr spät. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, ey, es ist. Schade, es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist das Wichtigste. Aber wie gesagt, die technische Seite, das ist halt einfach so unnötig auch, weißt du? Hab ich ja schon erklärt, du musst doch jetzt nicht rauskommen, wenn du noch nicht ready bist mit dem Game. Du musst doch jetzt nicht rauskommen. Es bringt doch auch euch absolut gar nichts, wenn ihr jetzt einfach so. Ja, wenn es jetzt wieder vorhin diese ganzen News gibt, die Leute fragen sich, ah, kann man das spielen? Sollte man das spielen jetzt schon? Oder soll ich lieber warten? Das bringt euch doch als Entwickler überhaupt gar nichts mehr in der heutigen Zeit, ne? Wartet doch einfach ab, wie gesagt. Also, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Auch taktisch gesehen, es macht gar keinen Sinn, dass du jetzt das Spiel raushaust, wenn du nicht ready bist. Komm nicht hoch. Oh. Schiss! Ah, was? So, ja. Oh, Junge, ja, geil. Da spratzt das Blut. War hier nicht einer drin? Ah! Wo komme ich raus? Hier. Ist hier runtergeflogen? Scheiße. Okay, ja, auch das jetzt. Ist sie tot? Ja, gut, dann ist egal. So, direkt richtige Welt hier wieder. Ja, deswegen, ja, es ist halt unnötig so, ne? Gut, war lustig. Aber ich glaube, das ist nichts für mich so ein Doppel. Ich weiß es nicht. Okay. Ein bisschen Schiss jetzt hier an der Kante die ganze Zeit kurz vorm Absturz. Irgendwie so rumzutesten.
Ah, geht eigentlich. Alter, das könnte meine... Moment mal. Das könnte meine Claymore... Meine geliebte... Mein geliebtes Claymore-Schwert so ein bisschen der Ersatz dafür sein. Er hält es sogar so. Move-Set ist auch ähnlich. Stich da vorne? Ey, habe ich mein Claymore hier in einem Game gefunden? Ich brauche auf jeden Fall 19 Stärke. Noch 2 Level hoch. Machen wir. So, warte mal. Wir hatten... So, lass mal das jetzt nochmal austesten, ein bisschen. Hab ich noch andere Klamotten gefunden? Was ich auch ganz cool finde, dass du links die Belastung siehst. Und den Balken dann auch. Das finde ich eigentlich ganz, ganz easy. Das macht es einfach auch überschaubarer noch irgendwie. Sehr gut, mach hier ordentliche Klamotten hier, Mensch. Wahnsinn. Geht doch. Was ist das denn hier? Blutung? Brauchen wir nicht. Schwächeschaden. Brauchen wir nicht. Es ärgert mich so krass mit dem Ring, wa? Immer noch. Es ärgert mich immer noch so krass mit dem scheiß Ring. Ich meine, Ausdauerregeneration könnte ich ganz gut gebrauchen. Das ist immer gut. Es ist immer gut. Das ist nie verkehrt. Das ist immer geil eigentlich. Vor allem, wenn du sonst nicht einen einzigen scheiß Ring hast, dann ist es sehr, sehr gut. Alter. Hier wollte ich hin. Ladezeiten. Ist immer noch gleich, würde ich sagen. Ruckelei in der Ladezeit auch. Aber gut, wenn sie es denn. Ja, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber jetzt, wo ich das spiele, ist ja noch vor offiziellen Release. Also quasi einen Tag davor. Ich hatte es mal gekauft, ja. Aber es ist ja quasi immer noch vor Release. Und anscheinend kamen jetzt schon so viele Patches. Aber immerhin sind sie dann wohl dran. Aber auch da wieder, warum so auf letzten Drücker? Ne? Na egal, lassen wir das Thema jetzt. Scheiß drauf. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, das Item wollen wir natürlich. Ach so. Ja. Ja, stimmt. Eine Granate. Jetzt sehe ich doch fast schon aus wie ein normaler, geiler Abenteurer, oder? Außer vielleicht noch meine Hose hier. Ja. Hallo? The cleric's welcome comes behind the edge of a sentinel's blade. More often than not in this place. Makes me curious how you're still breathing. I suppose dangling the promise of salvation from one hand and the threat of death from the other keeps a pilgrim obedient. Zeig doch mal, zeig doch mal. Zeig dich doch mal. Hey, cool, geiler Anhänger. Ihre eigene Hand oder was? Ja. On second look. You're not just another deluded lamb, are you? You know, not long ago, I saw a dark crusader carrying that same lamp. Now it's in your hands. Again, curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing a deer's return. Don't. That's a threat. But also advice. A deer rewards the faithful. There's salvation here if you want it. But you won't find it in the light of the sun or that lamp. But you won't find. Okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, gleich irgendwie einen Boss zu bekämpfen. Das könnte auch schon wieder eine Boss-Arena sein. Deswegen nehme ich jetzt nochmal das andere Schwert, ey. Das hatten wir. Warte mal, welches hatten wir denn jetzt? Das hier, ne? Die ganze Zeit. Ja. Das riecht verdammt nach. Boss. Naja. Ist es der vielleicht sogar schon? Komm, let's go. Ah!
fuck ja. Okay. Wo ist sie? Die geißelte Schwester. Bam. Warum hatten die eine blaue Leiste? Scheiße, Mann! Ich hab sie sogar extra geblockt. Ja. Mann, mein scheiß Mikro, ey. Piss dich mal. Ich muss sehen, wie viel Schaden ich mache. Ah, oh, Junge. In der Luft noch. Auto-Aim-Style. Jetzt wäre der Ausdauerring richtig geil. Gierig. Yes. Stay down. Woo. Nice. Ja, was? Hörst du ein Auge auf mich, Kleiner? Ja? War geil, oder? Hast du gesehen, was abging? Du hast es gesehen, du hast es gesehen. Klar hast du es gesehen. Jetzt schon den Namen wieder vergessen von der alten. Egal, spielt keine Rolle. Schöner Bossfight. Schöner Bossfight. Hat Spaß gemacht. Was ist das denn hier? Okay. Gut zu wissen. Jetzt müssen wir irgendwie. Ach so, da war noch eine Leiter nach oben, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Ey, gut, dass ich nochmal hochgelaufen bin. Hab ich gar nicht gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hätte sofort von Anfang an diese Klasse wählen sollen. Die macht einfach nur Spaß. Wo zum Teufel sind wir? Pilgersitzschlüssel.
mal, ist das jetzt hier der richtige Weg oder was? Scheint so, oder? Habe ich denn da zerschlagen jetzt? Also ich bin doch in der Welt Mensch! Junge! Also ich habe schon das Gefühl, zumindest hier in dem Gebiet, obwohl da war ich, kann ich nicht vergleichen, schon allgemein aber ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen flüssiger läuft, aber tadellos auf jeden Fall nicht mit den Frames. Und ich weiß auch nicht wegen der Grafik, ja. Jetzt rede ich schon wieder über das Thema, ich weiß ja. Ah. Ich weiß auch nicht wegen der Grafik. Manchmal sieht es echt geil aus. Guck mal, hier, ich finde, die Stimmung ist voll geil. In dieser Welt, was du da im Hintergrund siehst, diese ganzen komischen Wesen, die irgendwie, weiß ich, als wenn die gepeinigt werden. Da schreien, da hinten und so. Mit diesem dunklen Nebel, aber dann die Blitze. Und wenn der Blitz kommt, erscheint so ein bisschen im Hintergrund was. Und du denkst ja, ah, hab ich da irgendwas gesehen? Das sieht schon ganz geil aus, irgendwie. Dann bist du aber in Ecken, wo du denkst, Junge, was ist denn hier? Also, das ist jetzt nicht hässlich, das Spiel, finde ich jetzt auch lieber. Aber ich dachte wirklich, das wäre, also zumindest wurde einem so das gezeigt immer wieder in den Gameplays. Boah, Junge, sieht das heftig aus. Bam, 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 Grafik fehlt und so. Eines der krassesten Games von der Grafik her und so. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Aber teilweise sieht es schon gut aus. Ich weiß es nicht. Ist irgendwie ein bisschen zwiegespalten, ne? Yo! Seht ihr auch diesen kleinen Kreis um die Leute herum? Das wird wahrscheinlich der Haltungsschaden sein. Ich habe da noch nicht drauf geachtet, wenn jemand bricht. Wenn jemand bereit ist, so einen so Finisher zu bekommen. Aber ich schätze mal, das zeigt dir das an. Ich muss ja auch raus, ey, langsam. Ich muss hier raus aus der Scheißwelt. Du dumme, dreckige Müllsau, ey. Nein! Und ich laufe da volle Kanne rein. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Bei der Kirche, oder? Unnötig. Unnötig, man. Scheiße, ey. Ey, diese Zauber, die hauen ja rein, ohne Scheiß, wa? Und die haben mal in eine Reichweite. Brutal, brutal. Echt brutal. Puh. Also, warte mal, was ist das denn hier? Blutungssalze. Angriffe verursachen Blutenschaden. Auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Inventar. Haupthand. Tagebuch? Was ist denn hier? Hm. Sag mal, das ist auf der rechten Seite, war ich da nicht gerade eben? Was will mir das Buch aber zeigen? Pilger, ja, das stimmt. Der Aufstieg, da waren wir doch gerade. Ja. Also zur Orientierung sind solche Maps immer so für mich. Ja, sieht schön aus, wa? Eisgriff. Was ist das denn? Hä? Ach so! Gar nicht gesehen. Tinkt entfernt. Wunderschön. Irgendwie sieht der. Nee, ich wollte gerade. Obwohl, doch, so ein bisschen schon. Fehlen nur noch ein paar mehr Dornen. Falls ihr Blasphemous kennt, da startet es ja auch mit so einem Dornenhelm durch die startet es mit dem Hangouts. Ich bin schwer dadurch. Gut, Freunde, ich schätze mal, das sollte auf jeden Fall genug sein erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch gefällt.
wie gesagt, mal schauen, wie das sich so weiterentwickelt mit den Patches, aber es, Spaß macht es. Ja, es ist halt immer so, das verstehen auch Leute, warum ich mich da auch aufrege. Erstens, es ist verständlich, wenn du dich aufregst, weil wenn das Spiel nicht stabil läuft. Und ich möchte ja, dass es gut läuft, weil ich ja Spaß habe. Wenn es stabil läuft, genau wie bei Jedi Survivor, wenn es von Anfang an stabil laufen würde, würde es mehr Spaß machen. Für uns alle. Das ist halt so der Punkt. Und wie gesagt, warum man das, das habe ich jetzt so genügend erklärt, ist einfach unnötig auch in der heutigen Zeit. Egal, ey, Freunde, beim nächsten Mal rein da ins neue Gebiet. Ich freue mich schon. Boss wird immerhin ganz gut geklärt. Und ich komme immer weiter und besser ins Game rein. Und ich sehe endlich aus wie ein richtiger Abenteurer. Oder? So ein bisschen. Also kleiner, dünner Lauch bin ich trotzdem. Aber der Lauch wird zum Lauchboss. Wir werden sehen, Freunde. Also, danke fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss.